dem Mooskopf. Hallo, hier ist der Ralf, heute aus dem Wald. Wir sind zusammen unterwegs, also der andere Ralf und unsere zwei jüngste Mädels, um heute die Nacht im Wald zu verbringen. Haben unser Auto irgendwo unten im Tal, ich glaube der bekannteste Ort hier ist Gengebach, Seidetal, Reichebach, davon haben wir unser Fahrzeug abgestellt und laufen jetzt hier ganz gemütlich den Berg hoch. Der erste Anstieg liegt hinter uns. Und die erste Rast haben wir uns schon verdient. Geht nachher weiter bis auf den Moosturm und dann werden wir uns irgendwo einen schönen Platz zum Übernachten suchen. Idealerweise eine Grillstelle mit vielleicht auch Wasser, einer Quelle. Ich hoffe, es ist sehr trocken hier, dass wir Wasser finden werden. Aber zur Not haben wir auch ein bisschen was dabei. Der Anstieg liegt hinter uns. Wir sind jetzt oben. Man sieht der Moosturm. Man kann ihn erahnen. Aber jetzt genießen wir erstmal die Aussicht hier. Es ist ein bisschen diesig heute. Ja. Also man sieht ganz im Hintergrund, kann man die Vogeser erahnen. Aber so ganz silbernes Band da vorne ist der Rhein. Und wie gefällt dir die Wanderung bisher selber? Gut. Nur meine Füße tun weh. So, den Moosturm lassen wir heute links liegen. Ja, ist glaube ich wirklich links. Da oben sieht man ihn. Weil es jetzt einfach Zeit ist, dann auch Quartier zu suchen. Und einfach zu schauen, wo wir runterkommen. Ja, was haben Sie hier gemacht? Schulterzucken. Wölfe gefangen haben Sie da? Also ich würde gern hier schlafen, weil hier ist es schön weich.
Und hier ist das Gras nicht so vielfältig. Kalt. Wir haben unser Ziel erreicht, sind jetzt hier an unserer Quelle angekommen und werden jetzt oben an der Grillstelle ein bisschen Feuerholz zusammensuchen und uns dann ans Abendessen machen. Zwischendrin denke ich, uns noch eine schöne Stelle fürs Camp suchen, aber wahrscheinlich schlafen wir einfach direkt neben der Feuerstelle. Super! Kannst du mir helfen, Kleinigkeit abzumachen? Ja? Alles. Ja, was macht ihr da? Wir machen Hefeteig. Ich habe mir solche Spieße gemacht, das habe ich mal bei einem YouTuber gesehen. Das fand ich eine super Idee. Das sind jetzt Edelstahl, die habe ich so gepfannt in der Form. Dann ins Holz reingeschlagen, das gibt jetzt so eine Art kleiner Hobokocher. Und dann können wir unsere Schaschlikspieße nachher drauflegen. Und hier unser Schaschlik machen, das ist die Theorie. Schauen wir nachher mal, ob das funktioniert. Meine Idee war ja, weil du diese schöne Spieße mitgebracht hast, ich glaube, die sind noch von der letzten Convention, oder? Genau. Von der Scouting Bushcraft Convention. Haben wir mit den Kindern gemacht. Dieses Rindfleisch hier, das ist ein bisschen fettiger hier am Rand. Und ich habe gedacht, wir tun jetzt einfach so Würfel schneide, dann haben wir immer so ein bisschen Fett und ein bisschen Fleisch zwischendrin. Und du hast, glaube ich, noch Zwiebeln mitgebracht. Ich glaube, das gäbe wunderbare Spieße.
Ja, das Stück, da sind wir besonders stolz drauf. Das haben wir selber geräuchert. Und zwar, das ist eine 8 Jahre alte Muttersau, die tatsächlich hier so quasi im Wald auf der Wiese hat leben dürfen. Und das kann man doch mit einem ruhigen Gewissen essen, während jetzt das Fleisch hier wiederum leider aus dem Edeka stammt. Aber die hier, sehr lecker. Kannst gern mal verkosten. Wow, lecker. Also jetzt für die Spieße machen wir sie ein wenig dicker, aber für einen rechter Vesperspeck muss man es eigentlich ganz, ganz fein aufschneiden. Also so richtig so in schöne Streifen. Und die dann kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nee. Oh. Wo ist der Topf? Wie war da? Gut, probieren wir es mal, wie das wird. Also ich finde es super. Ja. Es, vorne wäre es sehr heiß, hinten sieht man es echt noch fast roh. Ja. Aber dann nimmt man halt die vorderen Stücke runter, wenn sie gut sind. Und wenn es Fett runter tropft, wir haben sehr viel fettiges Fleisch, dann gibt es halt nur mal eine gute Flamme. Aber sonst funktioniert es einwandfrei. Und, bequem? Ja, aber macht schon nicht Also der Tag ist ja jetzt vorbei und jetzt gehe ich auch ins Bett, weil es jetzt auch dunkel ist. Und ich freue mich, wenn ich euch morgen wieder sehe. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja.
Also wir haben jetzt das Geschirr gespült und es wird sauber. Ohne Spülmittel. Nur Schlamm als Spülmittel. So, jetzt haben wir gestern einen wunderschönen Tag hier oben verbracht. Hier am Hilseck mit Feuerstelle, Quelle und allem, was man so braucht, oder? Mhm. Hat Spaß gemacht? Ja. Prima. Wir konnten heute Morgen sogar länger ausschlafen, also bis um wann bist du aufgestanden? Ich bin wach geworden um 7:45. Genau, obwohl schon lange hell war und die Vögel gezwitschert haben und man so richtig das Gefühl hat, im Wald zu sein. Ja, nach dem Frühstück packen wir jetzt zusammen und dann geht es noch hoch auf den Moosturm. Und dann lassen wir uns langsam wieder zurück zu unseren Autos treiben, oder? Ja. So machen wir das. Vielleicht haben wir noch eine schöne Aussicht vom Moosturm, obwohl ich gar nicht weiß, ob der jetzt vielleicht sogar geschlossen ist wegen Corona oder irgend sowas. Egal. Hoch gehen wir auf jeden Fall. Ist ein schöner Platz da oben. Ja, unsere Vatertagstour geht zu Ende. Wie hat es euch gefallen? Gut. Schön. Sehr schön, gell? Wunderbar. Wir sagen Dankeschön fürs Dabeisein und tschüss. Tschüss.